ist jetzt eigentlich schon ein ziemlich kleiner Bahnhof und ich habe hier so riesen Bahnsteige. Da muss ich den Hausbahnsteig eigentlich in klein machen, weil das ist eigentlich, ja, obwohl Hausbahnsteige sind oft schon größer. Ja, aber der ist trotzdem so groß, weil wenn man, wie gesagt, den neu gebaut hat, dann hat man den einfach zwischen den zwei Gleisen halt so groß bauen müssen, weil man sonst halt die Gleise verschieben hätten müssen. Aber wenn man den schon neu baut, dann macht man den nicht mehr so breit. Da müsste jetzt ganz normal der 4,5er Abstand passen, wie ich auch beim Gleis habe. Genau. Ja, da müssen wir dann nur noch die Linie hier abdecken. Das muss nicht jetzt gleich sein, das können wir dann noch machen. So, Gleisstil behalten wieder. Genau. Ich hätte natürlich auch eine kleine Kurve mit einbauen können in den Bahnhof. Würde es vielleicht noch ein bisschen interessanter machen, das Ganze. Wobei ich es, naja, weiß nicht. Naja, lassen wir mal weg. Ich weiß nicht, ob vielleicht dann noch mehr Bahnhöfe entstehen auf der Maps. Die ist ja doch ein bisschen größer. Ja, genau, da ist ja noch Platz. Da kann man ja dann noch so eine Haltestation in der Kurve dazu bauen. Ist alles kein Problem. So, jetzt schauen wir nochmal. Reicht die Bahnsteiglänge schon aus? Ich denke schon, da dürften zwei von dem Agilis 440 hinpassen, was ich euch am Anfang gezeigt habe. Und das reicht dann auch. Ja. Machen wir die vielleicht mal ein bisschen verschieden lang. Nicht genau gleich lang, die Bahnsteige. Genau, machen wir den so. Ja, sind die ein bisschen verschoben. Der fängt ein bisschen später an dafür. Das gibt es ja oft in der Realität. Genau. So, dann haben wir also hier zwei durchgehende Hauptgleise auf einer zweigleisigen Strecke. Und jetzt könnte man hier eine DKW dann einbauen. Ist zwar immer ein bisschen schwieriger, aber wäre jetzt hier vielleicht nicht schlecht. Also nehmen wir mal wieder das Standardgleis, was wir hier brauchen. Gleise und dieses gute Stück. Sollte jetzt alles so passen. Genau, alles auf der richtigen Höhe und so weiter und so fort. Gut. So, und jetzt hier eine DKW einbauen ist auch nicht immer die leichteste Sache. Die anzupassen, jetzt schauen wir mal, da muss man schon normalerweise vorher einstellen, minus 0,30, wenn ich mich richtig erinnere. So, Ansicht, bearbeiten, Gleiskombination, Doppelkreuzungsweiche. Ja, die richtige Richtung hätte ich schon erwischt. Jetzt ist die natürlich schräg, da muss man ein bisschen drehen. Beziehungsweise die ist schon gerade, aber mein Gleis ist jetzt hier schräg. Und ich muss versuchen, die möglichst gut einzubauen. Ja, schauen wir mal. Jetzt ist die wieder auf der falschen Höhe. Warum? Ja, die nachträglich anzupassen ist sehr schwierig. Das wird so nichts. Aber ich habe doch eingegeben, minus 0,30, also normalerweise, wenn ich jetzt hier die hier irgendwo hinsetze, muss doch die Höhe, nee, hat sie nicht. Wenn ich das auf 0 setze. Okay, warum bleibt das immer gleich hoch? Das war doch früher nicht so. Minus 0,6 vielleicht, aber dann ist die ja normalerweise im Boden versunken. Ja, Freunde, was mache ich jetzt hier falsch? Das verstehe ich jetzt leider nicht. Normal stimmt das schon mit minus 0,30. Gleich die behalten ist auch an, aber das hat ja damit gar nichts zu tun. Wenn ich jetzt hier so ein Gleis setze, ist das ja auch so in der Höhe. Objekt an Untergrundhöhe anpassen, vielleicht ist es das, was man deaktivieren muss.
Ah ja, okay. Das war's also, dann setzen wir es mal auf 0. Ja, dann ist es auch im Boden. Dann muss ich das vielleicht sogar auf die Höhe setzen, auf die es kommen soll. Ja, man findet alles raus. Wie man sieht, gut, gut, gut. Also Standardkombination, Doppelkreuzungsweiche links. Also dann drehen wir die mal nochmal so hin, einigermaßen. Da habe ich jetzt doch die falsche. Ah nein, nein, nee, so gehört's. Ja, genau so rum. Ja, das ist immer schwierig mit den schlecht sichtbaren Linien dann auch so genau anzupassen, wie das sein soll. Finde ich immer nicht die. Jetzt habe ich schon hingeklickt. Na, schauen wir mal, ob die einigermaßen passt. Ja, gut, die passt schon einigermaßen. Da können wir jetzt die Gleise ein bisschen drauf anpassen. Genau, also machen wir mal einmal von hier nach hier. Dann nehmen wir das hier nochmal weg und verbinden wir einmal von links nach rechts. Naja, weil ich jetzt die Höhe wieder eingegeben habe, wahrscheinlich passt es nicht. Wie schaut es hier aus? Ja, auch nicht, okay. Dann dafür jetzt wieder, glaube ich, muss hier 0 stehen. Aber hier können wir es einfach so per Klick anpassen. So. Und dann glaube ich hier von hier nach hier. Ja, jetzt haben wir es auf 0,3. Gut. So, das müssen wir noch ein bisschen vorziehen. Ich weiß nicht, auf 40, ob das reicht. Eher mal auf 30. Oder wird es dann immer noch zu steil? Ich weiß nicht, muss man mal anschauen, wie das dann ausschaut. Ne, ich denke mal, das passt schon, oder? Ja, das passt. Da machen wir hier noch die Verbindung einmal von hier. Noch hier. Ja, so eine Doppelkreuzungsweiche ist dann natürlich auch schwieriger mit Schaltkontaktpunkten zu versehen, weil die auch, ich glaube, aus 4 Weichen besteht. Ja, genau, besteht aus 4 Weichen. In EIP zumindest. Aber das kriegen wir schon hin. So, ich könnte jetzt natürlich sagen, eigentlich, ja, dieses alte Gleis ist von der Seite gar nicht mehr angeschlossen. Oder ich sage, es ist auf der einen Seite noch eine Abstellung. Wäre jetzt beides möglich. Genau, und hier wäre das Gleis auch schon wieder ein neuer, sagen wir mal. Oder ja, nicht so weit vielleicht. Machen wir mal einfach die Erneuerung bis zur DKW. DKW wurde halt dann irgendwann eingebaut. Weil dann spart man sich natürlich hier 2 Weichen für eine Überleitstelle. Ja, ich denke mal so kann man das schon machen. Ja, was ich jetzt gerade gemeint habe, man könnte jetzt natürlich also von hier eine Weiche einbauen und das Gleis bis hier praktisch befahrbar machen, hier einen Prellbock hinstellen und sagen, ja, hier kann man auch Züge abstellen bis hin. Oder wir sagen, es gibt hier gar keinen Anschluss mehr an das Gleis. Das wären jetzt die 2 Optionen. Weiß ich jetzt nur nicht, welche Option cooler ist. Ja, es ist jetzt eigentlich nicht so der große Bahnhof, wo man groß was abstellen würde, bis jetzt zumindest. Aber eigentlich wäre es schon cool, wenn man hier auch Züge enden lassen kann und so und wenden. Kann man natürlich in dem Gleis machen und dann, wenn man sagt, man möchte hier auch was abstellen, dann wäre das vielleicht nicht schlecht. Und ich glaube, das könnte auch ganz cool aussehen. Also mache ich jetzt das einfach mal. Baue also hier eine Weiche mit ein. Die Weiche wurde dann auch schon erneuert mal. Und diese Weiche verbinde ich jetzt mit diesem Gleis. Ja gut, das Gleis muss jetzt nicht, obwohl das muss auch keine neue Weiche sein hier. Wo jetzt nur was abgestellt ist, da wird jetzt nicht so viel investiert, sage ich mal. Muss jetzt nicht sein.
Ja, sonst kann man sich überlegen, sagen wir mal, das Gleis machen wir bis hierhin. Genau, und dann einfach einen Prellbock drauf. Und von einer Seite dann total verwachsen. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, wo die Prellböcke zu finden sind. Gleisobjekte, Gleise. Schauen wir einfach mal, können wir mal eingeben in die Suche. Ja, das Lied ist auch nicht so, da hätte ich muss da mal bis zur nächsten Aufnahme mehr raussuchen. Ich werde da einfach vor jeder Aufnahme ein bisschen was raussuchen, weil ich höre das bei mir auch lauter auf den Ohren. Wenn es auch mir ginge, würde ich ja auf Spotify oder so laufen lassen, aber das ist ja leider nicht möglich wegen der GEMA. Also hier nicht Prellböcke. Weiß ich, waren die unter Immobilien? Ja, Prellbock, das sind aber auch so billig Prellböcke, da gab es auch mal schönere zum Download. Das ist immer jetzt mal, wenn man halt EEP neu installiert, so, dann sind halt die ganzen guten, schönen Modelle irgendwie weg. Ja, ist ja klar. Ich würde jetzt einfach nur provisorisch hier mal irgendwas hinstellen, wo man dann irgendwann mal austauscht vielleicht gegen ein schöneres Modell. Ich muss echt mal wieder schauen. Ich weiß gar nicht mehr, ob es das so gibt, die Free-Modelle runter zum Laden. Das Problem war damals, glaube ich, musste man sich die auf allen möglichen Seiten runterladen, die Free-Modelle. Und das ist natürlich schon immer viel Arbeit dann, das alles rauszusuchen. Dann muss man die ja entpacken und installieren. Ist nicht so cool. Wie bei Steam-Spielen wie zum Beispiel Transport Fever, kann man einfach auf Adden gehen und dann hat man es halt im Spiel. Aber gut, ist jetzt dabei mal zweckmäßig und reicht. Irgendwie wirkt er auch ein bisschen zu klein, ich weiß nicht, ob das so gehört. Ja, aber lassen wir einfach mal so. Wie gesagt, werde ich eh noch austauschen. Genau, SH2-Scheibe wird es hier wahrscheinlich auch nicht geben. Nee. Sonst könnte man die auf die andere Seite machen. Ja, also ich brauche, wie gesagt, auch noch hier die Bahnsteigenden. Die muss ich dann auch mal noch downloaden. Genau, ansonsten geht es hier wieder zusammen. Dann müssen wir hier noch ein Stück tauschen. Genau, dann ist die Weiche hier noch auf älter und die DKW ist hier schon neu. Gut. Ja, und dann geht die Strecke einfach da weiter. Ja, ist jetzt ein schöner kleiner Bahnhof, sage ich mal. Wie gesagt, hier machen wir dann so ein verwachsenes Gleis draus. Die Frage, ob ich noch die Flachkräuter habe von damals. Hier in der Version. Ne, auch nicht mehr. Ich glaube, die gab es aber irgendwann nicht mehr zum Download. Naja, da muss ich echt mal wieder auf Modellsuche gehen. So, ich könnte jetzt natürlich hier von einer Seite noch einen Stumpfgleis hier machen. Ja. Ist die Frage, ob ich das noch machen soll, weil wir haben also wahrscheinlich, würde ich sagen, einfach hier das die Hauptgleise und dann hier halt. Ja, für Zugfahrten, die halt hier enden oder wenden, dieses Gleis. Könnte natürlich jetzt schon noch ein Stumpfgleis mit dazu machen, aber das kann ich mir ja mal noch überlegen. Könnt natürlich auch gerne in den Chat schreibe ich schon, wir sind ja hier nicht live auf Twitch. Nee, gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt oder sagt, ja, hier wäre es cool, noch ein Gleis zu machen. Stumpfgleis, halbes Gleis, dann können wir das natürlich machen. Ja, aber da schauen wir einfach mal. So, jetzt bauen wir erstmal noch die Gleise fertig. Das heißt, wir bauen also hier nochmal eine Überleitstelle in die andere Richtung ein. Gleisstil stimmt also soweit. Es braucht auch immer ewig viel Platz, hier so eine Überleitstelle einzubauen. Ja, das sollte aber ausreichen so. Ist ja keine mega Highspeed-Strecke und wenn wir auf das andere Gleis wechseln, dann kann man auch langsamer fahren. Da muss man nicht mit 160 wechseln. So, Höhe passt. Schauen wir mal, wie es ausschaut. Ja, das passt so gut. Dann haben wir also hier die Möglichkeit zu fahren und dann auch hier die Möglichkeit zu fahren. Genau, dann kommen wir in den Bahnhof. Und dann haben wir hier einmal schon die Überleitung. Und dann brauchen wir das noch in die andere Richtung. Wir können ja jetzt hier mal wieder eine Kurve vielleicht einbauen. Schauen wir nochmal, wie wir das machen. Also fangen wir mal von hier an.
Nicht genau, ich würde jetzt erstmal lauter normale Gleise einbauen und zwar also einmal auf 10 nach links, ja, das ist ein bisschen krass, 10 und mal 7. Na, nicht Länge, nicht Länge, nicht Länge. Die Länge soll mal 60 bleiben, aber hier die Neigung machen wir 7. Auch nach links. Schauen wir mal, ob das zu stark ist oder noch geht. Ja, das geht. Ja, wenn ich hier mal wieder öfter aufnehme, dann muss ich mir auch ein bisschen professionelle Ausstattung wiederholen. Also Mikrofon und so passt, aber ich brauche auf jeden Fall wieder eine richtige Maus. Ich habe eigentlich nur so eine Ersatzmaus, weil meine mal runtergefallen ist und die war direkt kaputt dann auch. Beziehungsweise ich habe, glaube ich, sogar noch zu Hause eine Gaming-Maus, die ich auch verwenden könnte. So, können jetzt hier natürlich eine S-Kurve einbauen. Also wenn wir jetzt hier minus 7 machen, wieder gleich. Dann wäre es praktisch eine S-Kurve. Eine S-Kurve ist einfach, wie der Name schon sagt, eine Kurve in Form eines S's, so mehr oder weniger. Ja, da können wir ja dann vielleicht einen Fluss daneben machen oder so. Dann kann man auch sagen, es macht Sinn, das so zu machen. Genau, jetzt brauchen wir noch die Überleitung, also in diese Richtung. Gut, setzen wir also hier eine Weiche ein. Ja, ich weiß noch nicht, ob hier dann auch irgendein ICE oder so fahren wird. Aber wenn einer fährt, kann man ja den ICE-T fahren lassen. Der ist ja auch mit Neigetechnik ausgestattet. Ich glaube zwar nicht in EEP, dass sich neigt. So, das Lied hat man das nicht schon. Schauen wir mal weiter. Neigt sich, glaube ich, zwar nicht in EEP, aber man kann sich ja das vorstellen. Ja gut, ich glaube, das ist ein bisschen sehr kurz so. Die Frage, ob das aber noch geht, wenn ich es jetzt hier hinten erst einbaue, weil sich das natürlich über das S dann zieht. Das dann so einfach möglich ist, schauen wir mal. Oder ob das komisch aussieht in irgendeiner Art und Weise, kann ich mir schon vorstellen. Schauen wir einfach mal, Gleise geschlossen. Von hier nach hier. Ja, das ist, glaube ich, nicht so ideal. Ich weiß aber auch nicht, warum man hier so ein Müll verbindet. Das macht also keinen Sinn so. Naja, vielleicht wenn wir das hier einbauen, dass es hier noch ganz so steil wirkt. Na, nicht virtuelle Verbindung, das wollte ich nicht. Ja, Thema Corona, schwieriges Thema. Zahlen steigen ja aktuell wieder. Heute haben wir also, wie man hier erkennen kann, den 14. Oktober. Deutschland über 5000 Neuinfektionen, über 43 Tote. Schon ziemlich krass. Jetzt weiß ich nicht, irgendwie wirkt das zu steil. Aber irgendwie geht es auch gerade drüber. Ich denke mal irgendwie, dass das so in Ordnung ist. Ich lasse das jetzt einfach mal dabei. Und genau. Das muss einfach mal so. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, hier könnte man ja eigentlich einen Flankenschutz einbauen. Auch so auf alte Art und Weise. Mit dem alten Gleis. Ja, man merkt schon, wenn ich also ein bisschen länger aufnehme, dann bin ich nicht mehr so gesprächig. Und man weiß auch nicht, was man die ganze Zeit reden soll. Ja genau, Corona, schwieriges Thema. Ja, ich finde es, ich fürchte mich jetzt zwar nicht so davon, aber ich finde es auch nicht so geil und ich glaube auch irgendwie, dass nochmal ein Lockdown kommt, auch wenn ich mir das natürlich nicht wünsche. Aber ich glaube, dass es einfach darauf rauslaufen wird mit den aktuellen Zahlen. So, wir müssen hier ein bisschen zurückgehen. Sonst ist es ein bisschen zu krass. So, haben wir jetzt hier eine Kante drin? Ja, das war klar. So, hier haben wir einfach einen kleinen Flankenschutz.
Nur nochmal so hinbasteln, dass er nicht so komisch ausschaut. Gut, jetzt ist natürlich das Abstellgleis hier ziemlich geschrumpft. Da passt also hoffentlich noch ein Triebwagen rein. Gut, ich kann das Gleis natürlich noch verlängern nach vorne. Hier muss man übrigens auch noch das ältere Gleis machen hier vorne. In dem Bereich zumindest noch. Na, das ist wieder das neue Gleis, das älter ausschaut. Das denke ich mir schon immer so. Ja gut, das schaut irgendwie nicht gut aus hier, der Flankenschutz. Ich muss den schon früher beginnen lassen. Wirkt hier irgendwie nicht so gut. So. Einmal hier Gleislücke schließen auf den Bereich. Naja. Schaut schon besser aus. So, jetzt haben wir wieder das falsche Gleis. Da brauchen wir also wieder. Den Kollegen hier. Genau, das ist also auch aktuell gehalten. So, jetzt können wir hier das Gleis ja ein bisschen noch ein bisschen verlängern und machen wir zweimal die 30. Ja, und schon haben wir es wieder ein bisschen länger. Prellbock schieben wir hier einfach ein bisschen nach vorne. Ach, falsch. Was brauchen wir hier? Rot wollte ich, oder? Rot. Ja, genau. Ja, und dann passt auf jeden Fall hier wieder. Ja, ein Triebwagen dürfte da schon reinpassen. So, ja, was ist ein Flankenschutz? Ja, das ist eigentlich für die Fahrstraßen beim Fahrdienstleiter. Also ein Flankenschutz praktisch sorgt jetzt dafür, wenn jetzt hier zum Beispiel ein Zug rausfährt vom Bahnhof hier auf die freie Strecke und hier ein Zug drin steht, dann könnte es natürlich sein, wenn der über sein rotes Signal fährt. Ne, Schmarrn, ich erzähle das gerade falsch. Kann man mit dem Gleis hier besser erklären. Also wenn also hier auf Gleis 3 ein Zug in diese Richtung fährt und hier würde ein Zug stehen und der würde rausfahren, was er natürlich nicht darf, aber warum auch immer. Das heißt also, wenn hier eine Fahrstraße, eine Ausfahrt gestellt ist, dann ist also hier diese Weiche in gerader Stellung. Also nach da und der Zug, wenn er hier losrollen würde, würde er nach hier rollen an den Prellbock dran. Also es ist kein Abstellgleis oder so, hier muss kein Zug reinpassen. Hier ist also nur, dass die Weiche praktisch dafür sorgt, dass der Zug an den Prellbock dran fährt oder den wegschiebt, anstatt dass es hier auf die freie Strecke fährt. Ja, muss noch ein bisschen was trinken hier. Da ist die Flasche auch leer. Aktuell habe ich keinen Bedarf, was Neues zu holen. Ja, fällt natürlich gleich wieder um. So, schauen wir mal, ob die Aufnahme eigentlich noch so läuft, wie sie soll. Das ist also mein Aufnahmeprogramm hier. Sieht man hier irgendwo die Länge der Aufnahme? Ah ja, hier. Eine Stunde. Gut. Ja gut, ich habe auf jeden Fall noch Ideen. Und ich werde jetzt also auch immer, wenn ich Videos aufnehme, länger aufnehmen. Und das dann einfach in einzelne Videos schneiden, weil immer wegen einem Video extra aufnehmen, da sieht man dann schon, dass da nicht regelmäßig die Videos kommen. Kann natürlich jetzt nicht versprechen, wie regelmäßig die hier kommen werden. Aber ja. Ja, das wirkt jetzt auch hier schon ziemlich steil, wenn ich mir das so anschaue. Aber ich belasse das jetzt erstmal fürs Erste. Gut, ich möchte jetzt hier, was ich immer gern mache gleich zum Anfang, ist also Schotter einbauen. Gleisschotter, und zwar irgendwie so ein, nicht zu grob, ja, dass ich das schaut einfach dann auch gleich besser aus. Ist jetzt natürlich schlecht, dass ich den
Jetzt höre ich wieder genau das Lied, läuft sie schon, ich kann mich nicht erinnern, dass ich hier so ein Lied runtergeladen habe, was mit GEMA ist. Ja, man merkt schon, irgendwie kommt immer das gleiche, obwohl ich eh irgendwie 20 Lieder drin habe. Ja. Ja, das nervt mich halt immer noch an EEP hier, dass man also das nicht einfach auf schräg einstellen kann. Und der Shotter dann halt so hingemacht wird, praktisch wie das Gleis liegt. Darum ist es eigentlich immer besser, wenn man so baut, wie das Gleis liegt, weil jetzt kann man das richtig beschottern, sag ich mal. Ja, was hier auch aber zu viel ist. Ja, ist allgemein schwierig, aber der vorgefertigte 3D-Shotter schaut auch nicht so gut aus. Ist hier die Textur kaputt oder warum schaut das so komisch aus von weiter weg? Ich werde jetzt hier auf der Map keinen Texturfehler haben, oder? Das wäre natürlich jetzt nicht cool. Schauen wir mal, wie das hier ist. Ne, hier ist das also nicht. Gleisschotter nehmen wir einfach mal einen anderen her. Ja, das war das mit dem komischen Schatten hier. Ja, okay. Bei dem ist es nicht. Der passt aber nicht zu dem Gleis. Das ist natürlich wieder schlecht. Ist schon der Schotter A, den wir hier brauchen, aber der ist viel zu groß. Also wir brauchen eigentlich schon den 200er. Naja, jetzt ist es weg, okay, oder? Naja, ich glaube, das täuscht nur so ein bisschen. Lassen wir es einfach mal so. So, den Befehl weiß ich noch. Die STRG-Taste und dann linker Mausklick. Dann nimmt man den Shotter an, wo es grün markiert gerade ist, oder beziehungsweise die Textur. Was ja eigentlich für eine Zeit aktiviert. Tag, okay. Ja, wie gesagt, ist hier nicht so cool gemacht, immer weil man hier natürlich jetzt die fetten Kanten hört. Hier muss man halt dann viele Grünzeugs und so hin machen, dass es nicht so auffällt. Wie gesagt, es gäbe auch so ein Spline, also man nennt die Gleise in Strauß und alles, nennt man so Splines, die man bewegen kann. Und es gibt auch Splines praktisch für Schotterwege, aber die schauen halt so aus, als würden sich die ständig wiederholen und das ist halt nicht so cool. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt in den, ich habe jetzt EEP 14, es gibt EEP 16 mittlerweile. Vorher hätte ich gedacht, kommt 17 raus, aber scheinbar nicht so zu sein. Ob das mittlerweile anders ist, aber ich habe mich auch schon lange nicht mehr so beschäftigt mit dem Programm, wie ich ja schon gesagt habe. Von dem her weiß ich das nicht. Ich würde jetzt derweil einfach mal eine grüne Wiese daneben machen. Schauen wir einfach mal, genau, Gras, was sich da so anbietet. Genau, und dann kann man hier immer noch Grünzeug dazu machen und fällt es eh nicht so auf. Ja, es gibt auch hier so eine Skalierungsfunktion, die würde ich mal auf zufällig stehen stellen, dann schaut das Gras nicht so gleich aus. Nicht gleich aus. Das geht natürlich bei Schotter nicht, sonst haben wir so Riesensteine auf einmal. Ja, auch das Mausrad von dieser Maus ist irgendwie ein bisschen beschädigt. Lässt sich irgendwie nicht mehr so toll drücken. Ja, jetzt machen wir es einfach mal relativ eng. Das ist halt alles wieder so... Naja. Das kommt dann alles auf die Ausgestaltung drauf an, wie man das dann macht, wie das dann ausschaut. Wie gesagt, da brauchen wir viel Grünzeug, dann kann das trotzdem ganz gut aussehen. Ich muss mir auch mal wieder vielleicht von ein paar Gruppen oder EP-Forum mal reinschauen, ein paar Ideen wiederholen, wie die anderen so bauen. Kommt man dann auch wieder auf coolere Sachen, sage ich mal. So, unter dem Bahnsteig verschwindet das Gott sei Dank, das sieht man es nicht. Jetzt habe ich es aber hier auch. Naja, hier sollte schon Schotter sein zwischen den Gleisen. Ja, bis hierhin geht es noch so. Ist ein bisschen gemischt. Ja, mit den Liedern, da muss ich nochmal schauen, ob da auch mal irgendwann was Gutes kommt. Das geht wieder ein bisschen besser. So, machen wir mal so. Naja, das schaut halt jetzt von oben, schaut das halt immer kacke aus. Naja, wie gesagt, das Programm EP ist halt auch kein perfektes Programm. Ich habe auch ehrlich gesagt noch nie, doch, ich habe eine Anlage damals sogar im Let's Play, im alten, zu Ende gebaut.
Ich habe sogar den Münchner Hauptbahnhof nachgebaut, wer das gesehen hat. Also zumindest den vorderen Teil vom Hauptbahnhof, nicht die ganze Einfahrgruppe. Also nur bis zur Hackerbrücke, und habe ich aber auch irgendwann, oder beziehungsweise ich habe die Datei noch, aber ich würde nicht sagen aufgegeben zu bauen. Ich habe halt nie weitergebaut, weil es halt einfach mit dem Verschalten schwierig ist. Ich weiß, es gibt da mittlerweile mit Lua und allen möglichen Programmiersprachen schon Verbesserungen im Vergleich zu früher. Also mit Lua habe ich mich noch nie beschäftigt, habe ich immer noch keinen Plan davon. Mal sehen, ob ich das noch machen werde diesmal. Haben wir ja also die Züge und so alles viel leichter fahren lassen. Ja, also wenn ich das so mir ansehe, dann hätte ich das irgendwie nicht so in der Kurve bauen sollen. Weil das für ein Bahnhof